Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video lernt ihr auch ein paar Basics in der Gebärdensprache und diese Thematik betrifft heute eher Begrüßung. Und ja, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Zum einen mal, es gibt keine Sie-Form in der Gebärdensprache. Es wird immer mit Du-Form angesprochen. Also du und ich und nicht Sie. Ja. Einfach nur zum reinen Verständnis. Wie geht es dir? In der DGS fühlst du dich gut. Also nicht, wie geht es dir, wird gewählt, sondern fühlst du dich gut. Also entweder mit beiden Händen oder mit einer Hand. Das ist individuell, kann man beides machen. Also mit der flachen Hand, also mit der Hand, mit der flachen Hand über die Brust und dann gut. Also wie so ein reingeguckt Zeichen. Gut. Und dann vielleicht eventuell noch sehr Fragen gucken mit den. Dann die Antwort darauf. Gut, ganz gut, nicht so gut, naja, also gut. Gut. Oder so, naja, scheiße. Scheiße. Oder super. Und dann die Frage auch. Und du? Super, du? Einfach dieses und weglassen und dann einfach Fragen gucken. Du? Du? Gibt es dann noch Begrüßung? Hallo, guten Morgen. Also hallo, ganz klassisch, hallo. Wie winkt der einfach ganz normal andere Leute? So, hallo, auch auf Wiedersehen und tschüss. Bald. Dann guten Morgen. Guten, ab wieder reingeguckt Zeichen. Guten Morgen. Guten Morgen. Denkt ihr einfach, die Sonne würde aufgehen. Guten Morgen. Und guten Abend, dasselbe, guten, und dann aber dann so runter, es wird die Sonne untergehen. Guten Abend, guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Also wieder so reingeguckt Zeichen, hier nebeneinander, von unten nach oben runter, so wie ein Hügel. Guten Tag. Also würdet ihr so gerade einen Hügel rückwärts zeichnen. Guten Tag. Tschüss, Wiedersehen hatten wir ja. Gute Nacht. Es ist keine Begrüßung oder so, aber man kann ja zum Abschied dann einfach mal sagen, so, gute Nacht. Gute Nacht. Also so halten und dann so Nacht. Na, also plötzlich ganz dunkel. Die Nacht ist dunkel. Nacht. Wie heißt du? Und dann die entsprechende Antwort darauf. Wie heißt du? Dein, also die flach, so. Zum anderen zeigen, dein Name. Also beide Zeichen, also wie ein Pi zusammen und über die Wange. Name. Dein Name. Nicht einmal, sondern zweimal. Dein Name was? Also nicht wie heißt du, sondern dein Name was? Merke schon den Unterschied zwischen DGS und der deutschen Sprache von der Grammatik her. Also, dein Name was? Und dann als Antwort, ich heiße, oder mein Name ist, also mein, also mit der flachen, wie eben bei dein, und das ist mein. Mein Name ist, kommt weg, und dann einfach buchstabiert ihr euren Namen. So wie ich das machen würde, also mein Name Cindy. Woher kommst du? Ich komme aus, also woher kommst du? Und dann entsprechende Antwort dazu. Woher kommst du? Also kann man entsprechend so sagen, aus, also du, aus, einfach Fragen gucken. Einfach dann in dem Moment Fragen gucken. Einfach nur du, aus, heißt, woher kommst du, genau. Oder du wohnen, wo. Du wohnen, also so geschrägt halt, nur über die andere Wange dann Hämmer anhauen, aber ganz leicht. Wohnen, wo. Du wohnen. Wo? Oder eben du aus. Also flache Hand sofort aus. Aber dann Fragen gucken. Du aus. Und dann antworten ich aus. Oder eben ich wohne. Und dann halt den Ort am buchstabieren. Ich würde jetzt sagen, ich wohne Nähe. Also Nähe. Nähe Mosel. Ich wohne Nähe Mosel
Und die nächstgrößte Stadt wäre dann, ich wohne nähe Koblenz oder Koblenz. Ja. Und das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.